Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video über Finsternisse 2015. 2015 können wir insgesamt zwei Finsternisse beobachten. Das ist einmal die Sonnenfinsternis am 20. März 2015 und einmal eine totale Mondfinsternis am 28. September 2015. Die Grafik zeigt, wie der Kernschatten des Mondes am 20. März 2015 verläuft. Wir sehen hier, er verläuft hauptsächlich über den Nordatlantik und streift die Färöerinseln und Spitzbergen. Dementsprechend ist diese Finsternis von Europa und ganz besonders von Deutschland nur als partielle Finsternis zu sehen. Das können wir hier in dieser Grafik schön sehen, wie eben der Halbschatten des Mondes die Sonne abdeckt und der Bedeckungsgrad vom Kernschatten her immer weiter abnimmt. In Deutschland liegen wir bei 60 bis etwa 80% und das geht sogar runter bis nach Nordafrika, wobei wir da natürlich nur noch ganz wenig sehen können. Diese kleine Animation zeigt einmal, wie der Schattenverlauf ist. Zunächst sehen wir hier den Halbschatten des Mondes über die Erde streifen, dann kommt als kleiner, dunklerer Bereich der Kernschatten dazu, der dann über den Nordatlantik läuft. Für Frankfurt exemplarisch mal herausgegriffen, sehen wir den Verlauf der Finsternis vom Beginn, etwa um 9:30 Uhr, wenn sich der Mond langsam über das Sonnenscheibchen schiebt. Um 10:38 Uhr ist dann die maximale Bedeckung erreicht. Das wird für Frankfurt etwa 75% sein. Mehr wird es leider bei uns nicht. Und um 11:50 Uhr ist dann der ganze Spuk wieder vorbei, denn dann hat der Mond die Sonnenscheibe wieder gänzlich freigegeben. Wer das Pech hat, dass am 20. März leider schlechtes Wetter ist oder einfach jetzt schon mal wissen will, wie diese Sonnenfinsternis ablaufen wird für Frankfurt, hier eine kleine Animation, wo das einfach mal gezeigt wird. Wir sehen hier am 20. März also die Sonnenfinsternis. Dann haben wir am 4. April eigentlich eine totale Mondfinsternis. Das Problem bei der Mondfinsternis am 4. April ist, dass wir, wenn die Mondfinsternis stattfindet, in Europa Tag haben und wir müssten uns dann schon in den Pazifikraum begeben, um dann von dort diese Mondfinsternis mitzubekommen. Aber wir können auch einfach ein paar Monate warten, so knapp ein halbes Jahr. Da haben wir dann wieder ein Finsternispaar. Zunächst eine Sonnenfinsternis, die allerdings so derartig ungünstig verläuft, dass der Kernschatten des Mondes über quasi die Südhalbkugel verläuft, aber der Kernschatten des Mondes gar nicht die Erde trifft, sondern wir hier von der Südseite der Erde nur eine partielle Finsternis beobachten können. Aber dann am 28. September können wir dann von Europa eine totale Mondfinsternis sehen. Und wie die genauer verläuft, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Wie wir in der Grafik sehen können, wird das eine Mondfinsternis für Frühaufsteher werden. Denn sie findet in der zweiten Nachthälfte vom 27. auf den 28. September statt.
und beginnt richtig erst um 3.07 Uhr, denn den Eintritt von ab 2.10 Uhr in den Halbschatten der Erde kriegen wir nicht so wirklich mit. Da sieht man nicht viel. Erst interessant wird es dann, wenn der Mond ab 3.07 Uhr in den Kernschatten eintritt. Um 4.47 Uhr haben wir dann das Maximum der Finsternis und um 5.24 Uhr tritt der Mond so langsam wieder aus dem Kernschatten der Erde aus, den er dann um 6.27 Uhr, also etwa 6:30 Uhr morgens, gänzlich verlassen kann. Auch diese Mondfinsternis möchte ich euch in einer kleinen Animation zeigen. Diese beiden Finsternisse werden für etwas längere Zeit die letzten Mond- und Sonnenfinsternisse sein, die wir von Deutschland aus beobachten können. Das zeigt diese beiden kleinen Tabellen. Da sehen wir, dass die nächste Sonnenfinsternis erst 2021 zu sehen sein wird, dann auch wieder als partielle, wobei da der maximale Bedeckungsgrad sogar noch geringer ist als jetzt. Die nächste totale Sonnenfinsternis können wir allerdings auch erst wieder 2081 sehen. Das heißt, bis dahin müssen wir richtig lange warten. Für eine totale Mondfinsternis müssen wir nicht ganz so lange warten, denn die findet wieder 2018 statt. Das war es soweit über die Finsternisse in 2015. Ich möchte euch an dieser Stelle noch auf zwei weitere Videos zu dem Thema hinweisen. Zum einen auf das Video Finsternisse, Schattenspiel im All, wo noch etwas genauer Finsternisse erklärt werden und wo man Finsternisse noch alles beobachten kann, welche Arten von Finsternissen es genau gibt. Zum anderen auf das Video über Beobachtung von Finsternisse, wo ich etwas genauer darauf eingehe, wie man Finsternisse beobachten kann, ohne dass man dort Schaden nimmt. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch eine schöne Beobachtung der Finsternisse und würde mich freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Euer Oliver Debus. Thank you.